So. Hallo und herzlich willkommen zum Release-Stream von Horse Racing Club. Ich hoffe, ihr habt Bock, ihr seid bereit. Gleich geht's los. Gleich geht es los. Und nicht vergessen, es gibt einen Code von mir für euch. Es gibt einen Code von mir für euch, mit dem ihr direkt 500 Währung im Spiel haben könnt. Der heißt Release 2023. Das ist der Code. Ich schreibe den Code nochmal an. Moment. Release Code. Release 2023. Ja. Das ist der Code. Mit dem Code kriegt ihr direkt zum Beginn des Spiels 500 Währung im Spiel. Die haben mir den Code extra zur Verfügung gestellt, dass wir am Anfang direkt 500 Pay-Währung bekommen. Wie löst man den Code ein? Der Code wird dann im Shop einlösbar sein. Also entweder über die Seite hier. Ich weiß nicht, ob es hier drin ist im Shop oder in-game im Shop. Es wird einen Shop geben. Und für die 500 könnt ihr dann direkt im Spiel einshoppen gehen. Ja. Die haben uns direkt diesen Code zur Verfügung gestellt. Wann kommt das Spiel raus? In 10, 9 Minuten. 9 Minuten. 9 Minuten. Wirst du Horse Racing Club danach auf Roleplay-Welt bleiben, bitte? Wir gucken mal, was wir machen gleich. Wie gesagt, wir testen alles mal schön durch. Genau. Okay, jetzt, ich denke mal, 12 Stunden heute früh? Ja, stimmt, dann hast du ganz direkt in der Früh nachgeguckt, ja. Wo gibt man den Code ein? Werdet ihr im Spiel gleich sehen. Ich weiß es selber noch nicht. Das hieß für mich nur, den kann man im Spiel einlösen. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Das sieht so aus wie SSO 2.0. Ich sag dir eins dazu. Ich sage nichts dazu. Das hört sich so dumm an, wenn ich das sage. In manchen Bereichen ist Roblox besser als Star Stable. Roblox hat dynamisches Licht. Das hat Star Stable nicht. Zum Beispiel. Es wird kein Star Stable 2.0, weil es ein Racing-Spiel ist. Es hat eine ganz andere Richtung. Es hat ja keine wirkliche Story. Es hat ein Racing-Spiel. Es wird nicht wie Wild Horse Islands werden, da es ja ein Racing-Spiel ist. Also, es hat halt. Die Pferderennen sind dort. Es ist wie Mario Kart, wie Alicia. Es ist eher wie Alicia mit Roleplay zusammen. Es ist Alicia Roleplay Stable Deluxe. Keine Ahnung, wie man es betiteln kann. Es hat einen sehr schönen Stil. Ich mag diesen Stil. Es hat einen eigenen Stil. Ich würde es auch immer nicht mit Star Stable etc. vergleichen. Man macht ja auch keinen Sinn. Es ist was Eigenes. Natürlich, ich finde, Roblox hat ein paar wirklich gute Pferdespiele. Ganz im Ernst. Roblox hat gute Pferdespiele. Ja. Genau, was Nico sagt. Man sollte Roblox nicht unterschätzen. Es hat ein paar wirklich sehr gute Games drin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man sollte es nicht unterschätzen. Immer mal reingucken. Hey Dodo. Hey Jolene. Wie gesagt, was halt wichtig ist, was man sagen kann, es sind Magic Racing Sachen drin. Magic Racing und dazu Roleplay-Möglichkeiten. Und das erste Mal, dass dieser Stil von Pferden in Roblox vorkommt. Bisher hat Roblox immer nur diese ganz komischen Pferdemodelle teilweise, aber auch ein paar gute drin gehabt. Aber diesen Stil der Pferde, dieser Stil ist komplett neu. Hey, sorry, der Stable. Ja, ich habe es jetzt nur darauf bezogen. Nico, ich habe jetzt nur gerade Pferde erwähnt, weil es gerade das Pferdethema natürlich hier drin ist, natürlich.
Wie bist du zu Horse Racing Club gekommen? Ihr könnt über mein Profil gehen oder ihr wartet noch 5 Minuten, dann ist es da. In 5 Minuten ist es da. Dann könnt ihr es. In 5 Minuten ist es live geschalten, Nadine. In 5 Minuten ist es live. Oder du gehst über mein Profil. Kannst einfach auf mein Profil gehen, hier, Fabian Zapp. Und da ist es dann, da, ich hab's schon direkt bei mir verlinkt hier. Da könnt ihr einfach reingehen. Bam. Da ist es. Genau. Hey, Scar. Also es hat sehr, sehr viele coole Games. Moment. So. Wie genau funktioniert das denn? Werdet ihr alle gleich sehen? Werdet ihr alle gleich sehen? Wir werden es alle gleich zusammen erleben, Lia. Ich weiß selber nicht, wie man wie das einloggen und alles. Ich kenne die ganzen Rennfunktionen und alles in dem Game. Aber wie das genau aussehen wird, wie wir reingehen können, das werden wir gleich sehen. Das werden wir alles gleich zusammen erleben. Also keine Panik. Wir werden es gleich sehen. Ich muss auch gucken, ob ich Robux aufladen muss und was auch immer. Ja, ich habe sehr viele Freundesanfragen, weil ich kann schon gar keine mehr annehmen. Deswegen muss ich auch mal alles neu machen. Das ist. Ich würde gerne viel mehr annehmen, als ich kann. Kann ich aber nicht. Also ich kann einfach nicht mehr annehmen, als ich kann. Ne? Sehr, sehr weiser Satz. Ich würde gerne mehr annehmen, kann ich aber nicht. Müsste jeden Moment live gehen. Also es wird wahrscheinlich Punkt 0 live gehen. Und ich guck mal gerade, ob sie auf Instagram schon was geschrieben haben dazu. Ja. Hier. Da. Hoppala. Also der Timer auf ihrem Instagram ist bei 3 Minuten. 3 Minuten 14 Sekunden. Ich bin gespannt. Ich bin auch mega gespannt. Und wisst ihr, sowas vermisse ich aktuell bei Star Stable, weil wir alles gespoilert bekommen. Fehlt für mich dieses ich bin überrascht über irgendwas. Das fehlt mir aktuell bei SSO. Euch auch? Bei mir fehlt das. Und deswegen freue ich mich auf solche Games. Auf solche Games freue ich mich, weil es alles sein, es kann alles noch kommen. Es kann jetzt mega geil werden. Es kann mega geil werden. Es kann auch ein paar Sachen nicht so geil werden. Was bringt der Code? 500 Währung. 500 Währung. Warte mal, ich kann euch genau sagen, wie die Währung heißt. Das wurde mir nämlich gesagt. Mit dem Code bekommen wir 500 Racing Coins. 500 Racing Coins. Und der Code, Achtung, wichtig. Der Code ist nur eine Woche gültig. Eine Woche gültig, das heißt, löst ihn schnell ein. 500 Racing Coins. 500 Racing Coins. 500 Racing Coins gibt's dafür. Also 500 Racing Coins bekommt ihr dafür, was bestimmt nicht wenig ist. Ich kann aber nicht sagen, wie viel das ist. Weil ich nicht weiß, was im Spiel die Sachen kosten. Wie lange gilt der Code? Eine Woche. Lilly oder Ali, ich weiß nicht, ob ihr da seid, oder Mareike, könnt ihr mal reinschreiben, dasselbe, was ich geschrieben habe, nur dahinter noch gibt 500 Racing Coins. Das wäre super, da kann man das so anpinnen. Wie heißt der Code? Der Code ist oben angepinnt im Chat. Also der ist gültig bis nächste Woche Sonntag, ganz genau. Er ist eine Woche gültig, der Code. Eine Woche gültig. Eine Minute.
Lilly Coins. Lilly Coins, nicht Points. Coins. Racing Coins. Aber sonst passt es ja. Und bitte ein Leerzeichen zwischen gibt, damit man ihn rauskopieren kann, gescheit. Danke, Chiara. Jede Minute. Oh, hier, wir können. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist denn los, Ali? Es ist da. Oh mein Gott, es ist da. Wartet mal. Wir machen mal die Musik aus, kurz. Tutorial. Willkommen. Wir lernen das Tutorial. Hier im Horse Inventory können wir alles einlösen. Können wir auch Pferde kaufen. Gott. Ah, hier kriegen wir Racing Coins, wenn wir Competition starten. Okay. Oh, wir haben hier Dash und den Trot-Button. Okay, alles klar. Das wissen wir jetzt mal so. Oh mein Gott, guckt mal. Hier sind wir alle. Schaut euch an. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Ist das Game süß? Guckt euch an. Guckt euch an, wie cute. Wir können alle hier rein. Guckt euch das einfach mal an. Ist das nicht süß? Wartet mal. Guck mal gerade, ob ihr es... Ja, so. Schaut es euch einfach an. Das ist so... Oh, Achtung, wir müssen mal gucken, ob wir den Code eingeben können. Moment. Hier, Racing Coins. 30% off gerade. Hier, Walk. Okay. Mhm. Wo können wir den Code eingeben? Wahrscheinlich können wir den Code außen eingeben. Hier, Enter Code. Hier, Enter Code. Hier. Release 2023. Redeem. 500 Racing Coins. Nice. Hier, über das hier macht er das. Hier könnt ihr es eingeben. Haben wir 500 Racing Coins. Wir gucken mal, was wir überhaupt hier kaufen können. Oh, wir können auch ein Wild Horse werden. Achtung. Schaut es euch an. Direkt Wildpferdemodus. Hier, Pferde kaufen. Hannoveraner. Pferde kosten 1900. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Rennen, oder? Wir machen einfach mal ein Rennen, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir machen ein Rennen. Ja, ja. Oh, Lilly. Ja, Lilly, ne? Jetzt zeig ich mal, was ich kann, Lilly, hier. Ich bin Star Stable T-Shirt, Mensch. Mensch. Schaut es euch einfach an. Map Selection. Das da. Zen. Okay. Ja. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Da, sie reitet vor! Sie reitet vor, sie bescheißt! Oh, was? Nö. Wer hat mich geeist? Wer hat mich einfach mal geeist? Weg da!
Was ist das hier? Was ist das? Ich will auch ein Item. Geh weg, Lilly. Lilly, geh mir aus dem... Lilly, du bist schuld. Lilly, geh weg. Ich hänge an diesem Hindernis fest. Jetzt. Na, warte, Lilly, dich erwische ich noch. Wo kriege ich ein... Oh, das sind Items. Hier. Okay, ich hab's verstanden. Ich darf die Sachen nicht berühren. Oh, Ali, was... Geh weg. Geh weg, Ali. Jetzt reicht's, das mache ich die Lilly platt hier. Wie kann ich denn das Item einsetzen? Ich weiß nicht, wie man Gegenstände einsetzt. Ich weiß es nicht. Ich erwisch dich. Gib mir... Geh aus dem Weg. Ich schaff das. Zweiter! 450 Racing Coins! Wie setzt man Gegenstände ein? Kann mir jemand helfen? Es macht mega viel Spaß jetzt schon. Du musst nicht auf den klicken, sondern ich muss auf eine Person klicken! Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Ali hat beschissen. Ich bin Zweiter. Zweiter! Ich muss auf eine Person klicken und schießen. Alles klar. Okay, danke, danke, danke für die Info. Dankeschön. Danke. Wir müssen auf eine Person klicken. Danke übrigens für eure ganzen Likes. Vielen lieben Dank. Ihr könnt beitreten, indem ihr einfach auf den Server geht und dann auf Racing geht. Dann kommt ihr automatisch in die Lobbys. Oder legt sie sich hin. Hier, Piaffe. Hier, Piaffe. Oh, scheiße, ich bin rausgegangen. Ich wollte es nicht. Ich wollte nicht drauf. Ich habe mich verschluckt. Ich wollte das nicht. Skip. Ich wollte ins Racing gehen. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, bitte. Komme ich noch rechtzeitig rein? Ja, da bin ich. Ah, man kommt hier immer in Lobbys rein. Seht ihr das? Das sind immer andere Lobbys. Man ist hier dann immer in Lobbys drin, wie ihr seht. Ist dir auch passiert? Ja, ich wollte einfach... Was kosten denn geile Pferde? Was kosten geile Pferde dann? Wir müssen auch mal gleich mal gucken, ob wir das an ein Pferd kaufen und alles. Das ist auf dem Handy nicht zu finden. Das müsste gerade frisch reingekommen sein. Müsst ihr mal gleich mal gucken. Was ist das hier? Oh, guck mal. Lol, wir können zwischen den ganzen Lobbys hin und her gucken, wo die alle Leute sind. Das ist ja nice. Es ist gerade eben frisch reingekommen. Ich find's so lustig. Okay, jetzt startet es. In 15 Sekunden startet es. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Oh, I like.
Okay. Oh, Achtung, jetzt geht's los. Konzentration. Ja, okay, jetzt kann ich einfach auf das Ziel klicken. Wie kriegt man die Items da? Okay, wir sind fast hinten dran. Ich treffe mit dem Scheiß überhaupt nichts mit den Attacken. Sie ist voll schnell. Nein. Ach Gott. Fabi, ewiger Zweiter. Die hole ich nie wieder ein. Moment, das ist ein Geisterreiter. Sie reitet verkehrt rum. Boah, kann man sich das irgendwie auf eine Taste legen? Ich treffe mit den Items einfach nichts. Ich habe noch nicht einmal jemanden getroffen mit dem Item. Guck mal, wie nah wir wieder rangekommen sind. Bin ich jetzt Erster? Oh mein Gott. Schaffen wir das noch? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yay! Wir mal zurück wieder in die Lobby. Oh mein Gott, wir gucken mal ganz kurz, ob es jetzt davon auch öffentliche Server gibt. Ich guck mal gerade nach. Ich meine, ob das... Ja, ein Privatserver kostet 99 Robux. Das können wir auf jeden Fall machen. Privatserver kostet 99 Robux. So, wir gucken jetzt erstmal kurz, was auch die Shops so kosten, ne? Ja, Buy Horse, wir gucken mal. Was für ein Pferd gibt's denn, was uns super gut gefällt? Guckt mal hier. Gibt's sowas wie ein Isländer oder ein Fjordpferd? Fjordpferd. Oh, ein Chincoteague Pony! 4750 kostet ein Chincoteague. Chincoteague, Paint Horse, Shire. Okay. Also, ein Paint, ein Chincoteague oder ein Fjordpferd.
Oh, das hier. Was meint ihr dazu? Guckt euch mal das an hier. Das Fjordpferd für 4000. Das wär's doch, oder? Wir sind Level 4. Was schalten wir über die Level frei? Gibt's da auch irgendwas hier? Ich guck mal gerade. Daily Quest. Find the missing foal. Okay. Wir sollen das vermisste Fohlen finden. So. Also ihr seht es hier, es ist nicht nur das Rennen. Es ist ein eigenes Game selber auch nochmal. Schaut euch einfach an, was wir hier machen können alles auch noch. Wir haben hier Quests. Ihr seht es hier, wir haben hier Quests im Game, was wir machen können. Wir können hier auch Racing Coins im Spiel verdienen. Unsere Daily Quest ist, das vermisste Fohlen zu finden. Da. Wir müssen mal gucken, wo wir die Quest selber sehen. Hier sind die ganzen Quests, die wir noch haben hier. Race Quests. Aber wo ist das Fohlen? Hat jemand das Fohlen schon gefunden? Hat jemand das Fohlen gefunden? Vielleicht durch Zufall? Das Fohlen ist auf dem Hügel im Dorf. Dankeschön. Dann haben wir hier Quests, wie ihr seht. Und ihr seht, dass die Quests geben uns immer Racing Coins. Guckt euch mal an, wie viele Racing Coins vor allem. 5 jedes Mal hier. Oh. Racing Quest complete. Und nochmal 65 Racing Coins dadurch bekommen. Ihr habt gemeint, auf dem Berg habt ihr gesagt. Okay. Auf dem Berg beim Dorf. Ey, ganz im Ernst, das Game hat es so süß gemacht bisher von der Optik her. Auf dem Berg beim Dorf. Oh, schaut euch mal den Lichteffekte an. Ist das nicht super süß? Nee, im Dorf. Im Dorf, okay. Ich liebe das Game. Ich finde es mega süß gemacht. Ernsthaft, ich finde es wirklich süß gemacht. Im Dorf. Na, ihr... Im Dorf. Kann mich irgendwer hinführen? Ich bin lost. Ich brauche Hilfe hinter der großen Reiterarena. Dankeschön. Oh, ich will Hotkeys haben bei dem Game. Müssen wir mal gucken, vielleicht kann man da irgendwie Hotkeys einrichten. Da ist es, da ist es. Wir haben es gefunden. Hier ist es. Es freut sich. $50 Racing Coins gab es dafür. Ey, ganz im Ernst, ich glaube einfach, das Game zu unterstützen ist definitiv super fair. Guckt euch mal an, wie viele Racing Coins wir verdienen und wie wenig nur ein Pferd kostet. Jetzt mal ganz im Ernst, ey, kann man sich nicht beschweren. Gabrielle, okay.
wo da lang? Ey, ganz im Ernst, überlegt euch mal, was SSO wäre. Nur mal als Beispiel mit der Währung. Ey, 4000. Du kriegst für ein gewonnenes Rennen kriegst du 500. Das heißt, 8 Rennen, ein Pferd. Bam. Von den teuren Pferden, ne? Wohl bemerkt, von den teuren Pferden. Hier. Wir haben in der kurzen Zeit. Hier, in der kurzen Zeit haben wir 1200 verdient. 1200. Und ihr seht es hier. Die Quests haben eine Cooldown. Die Quests haben eine Cooldown. In der Zeit können wir dann das Rennen wieder neu machen. Also wir haben hier die... Wir haben hier einmal, wie ihr seht, haben wir hier die Daily Quests. Die wir dann... Genau, das haben wir schon gemacht. Dann haben wir hier diese ganzen Quests, die es generell gibt. Und diese Quests können wir dann hier machen. Wenn wir das Ganze quasi ohne Rennen machen wollen, sondern halt hier in der Stadt machen wollen. Es macht wirklich Spaß. Es macht echt Spaß. Ich habe Horse Riding Tales sogar heute angeschrieben, weil ich irgendwie mal versuchen will, dass ich wieder das Spiel spielen kann, weil ich kann es aktuell nicht spielen. Das geht technisch nicht. Imagine Stars würde ein Pferd für 4000 geben. Ja, es ist so, ey. Ist so. Was man aber sagen muss ist, bei den Rennen ist eine Sache, die mich stört. Man sieht nicht, wo man als nächstes hin muss. Also es würde helfen, wenn man so eine Map hat, wo man wüsste, wo das nächste... Genau, man sieht nicht, wo das nächste Hindernis ist. Das könnten sie nochmal machen, dass man immer sieht, dass man immer ein Hindernis weiter sieht. Genau, weil ihr habt genau das Problem, nämlich... Dass ihr einfach nicht seht, wo das nächste Hindernis immer ist. Ihr seht es ja gerade selber, was so ein bisschen mein Problem ist. Also ich bin halt da so ein bisschen... Also so ein bisschen mehr so eine Streckenführung, so eine Map, das würde helfen. Weil das, also zumindest bei den Rennen, das ist nur bei den Rennen so, ne? Das ist im Rennen selber habt ihr das ja nicht. Ja, die Steuerung ist für den Anfang, ich mag nicht so gerne, dass du den Gegner anklicken musst, damit du was schießt. Finde ich ein bisschen schwierig. Das Treffen finde ich noch ein bisschen schwierig. Ah, guck mal, wir sind voll die coole Abteilung hier, ey. Schaut es euch einfach an, sieht das nicht geil aus, so? Ah! Es ist so süß gemacht von der Art her. Dankeschön für eure ganzen Likes. Ja, also bisher muss ich sagen, ist es so viel... Oh! Was ist eigentlich, wenn wir das Level abbekommen? 90 Racing Coins dafür, wow. Also wir haben natürlich so den Roleplay-Part, den man hier machen kann. Man kann sich einen direkten Server machen, das Ganze Roleplay-mäßig machen. Ey, das kostet, ein Server hier kostet nur 99 Robux. Das ist wirklich preiswert. Hier haben wir, guckt mal hier, habt ihr eine richtige Dressur-Arena. Und schaut mal an, ihr könnt hier auch von der Gangart her, könnt ihr hier auch mit Emotes... Moment, wir müssen mal gerade gucken, können wir hier... Können uns hier auch noch Accessoires dran packen. Hier sind die Coins.
Hier sind die Racing Quests. Hier können wir unser Sattelzeug und sowas einfärben. Da unser. Dann haben wir hier Gamaschen. Können davon die Farben wählen. Dann haben wir hier Roleplaying Name. Wir können unser Pferd absteigen. Hinter hier. Wir können auch absteigen vom Pferd. Wir können dann hier Hep. Dann können wir Sattel verstecken. Wir haben hier die Möglichkeit. Auch noch, wo waren die Emotes? Hier. Da haben wir hier, Achtung, haben wir hier Piaffe. Seht ihr hier? Piaffe Animation. Dann schaut euch mal das dynamische Licht an. Das ist, was ich bei Star Stable vermisst habe hier. Der Schatten passt sich zu den Lichteffekten an außerhalb. Kann man sich Robux verdienen? Nein, kann man nicht. Genau, und hier könnt ihr halt dann die ganzen Sachen testen. Hier seht ihr den Dash Speed. Moment. Ah, wenn wir unser Level erhöhen, dann wird unser Dash Speed schneller. Seht ihr das gerade hier, der Dash Speed? Ab Level 5 haben wir Dash Speed 2. Also wir werden im Rennen schneller. Wir werden im Rennen schneller, wenn unser Dash Speed. Ich heiße Fabian Zapp auf. Also ich würde mir super gerne den Dash auf den Button legen. Ich würde gerne Hotkeys belegen, dass wir hier einen Hotkey haben. Auf dem Handy geht das. Das Spiel ist auf Roblox, ja. Roblox. Oh. Achtung, wir sind gleich Level 2. Man muss halt immer möglichst spät abspringen, ne? Immer möglichst spät abspringen. Achtung, Level 2! Nice. Ich finde, das ist sau süß gemacht. Komm, wir machen direkt mal ein neues Rennen hier. Ja, wir machen mal Rennen. Was ist denn brrr? Race-Status ist brrr. Was ist brrr für ein Race-Status, bitte? Der Dash-Status ist ein bisschen wirr. Oh Gott, wie sieht sie denn aus mit dem Herz? Das ist Lilly! Was soll ich dir da für einen Tipp geben, Anni? Du hast ja damit ja quasi schon alles gehabt, dass du einfach sagst, okay, sobald es da ist. Überleg dir ja, dass du dir vielleicht eine schöne Optik, so einen schönen Rahmen dafür vielleicht bastelst, damit es auf dem Handy gut aussieht. Sowas in der Art könntest du machen. Was ist brrr? Lilly, sag mal, was brrr ist. Ich hab, glaubst, die Runde ist kaputt. Oh Gott. Lilly, dann gib mir mal eine Runde. Kannst du gleich nochmal den Chat erklären, wie der Code... Achso, ja, ich erkläre... Alles klar, okay. Ich erkläre euch, wo ihr den Code eingeben könnt. Der Code ist extra für euch gemacht worden.
damit ihr am Anfang direkt mal 500 Racing Coins bekommt. Hier habt ihr diesen Knopf hier unten. Und da könnt ihr den Code eingeben. Hier. Hier gebt ihr dann einfach an Release 2023. Bam. Genau, bei mir geht es jetzt nicht mehr, weil ich habe ihn schon eingelöst. Ja. Oh nein, ich glaube, die Rennen sind kaputt. Alle Rennen sind auf Brrr. Wir haben es kaputt gemacht, Beverly. Lilly, wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es kaputt gemacht. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal mit den Rennen erstmal warten. Hier haben wir auch das Dressurmenü. Guck mal, das Ali. Uiuiuiui. Haben wir auch eine Karte eigentlich auf M? Nehmen wir nicht. Wo ist das Fohlen? Moment. Moment kurz. So, wir wissen ja, wo das Fohlen ist, dann zeigen wir den Leuten auch das. Es gibt es gibt andere Fellfarben, das ist nur das Starterpferd. So. Also wir haben quasi hier immer diese, wir haben immer diese eine Welt hier. Wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt hier, wenn wir nicht das Racing jetzt hier nicht machen können, dann müssen wir mal einen neuen Server wechseln. Oh, oh, es geht. Es geht. Oh, das Adi. Jetzt können wir Adis ordentlich. Bam. Adi hat keine Chance. Adi hat keine Chance. Weil Alice hat keine professionelle Reiterin, nicht so wie wir. Deswegen. Ali hat keine Chance, weil wir sind halt professioneller Reiter, Ali halt nicht. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, es ist Urlaub. Ich spiele das gerne öfter. Mir macht es echt viel Spaß. Oh, Fantasy. So. Okay, jetzt reicht's hier, komm. So, Concentration.
Immer schön die Teile einsammeln, das bringt Erfahrungspunkte. Also ich weiß nicht, ob man irgendwas nach hinten feuern kann. So, ich lese sofort wieder in den Chat. Oh nein! Oh mein Gott, ich hänge! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Oh mein Gott! Ich kann mich nicht bewegen! Ach Mann! Meine Fresse, was ist das? Ich kann mich nicht bewegen! Ja, toll! Wunderbar! Ich hänge einfach in der Ecke fest. Ach komm! Ey, ich war so easy Erster. Was ein Schumpuck, ey. Ja. Man kann dem Pferd auch Sachen anziehen, ja. Ja. Ja, ich komme nicht mehr auf die Map. Ich bin einfach neben der Map und die Map hat eine Wand. Seht ihr ja hier. Ich komme nicht mehr auf die Map. Da vorne ist das Ziel. Da ist das Ziel. Ich komme aber nicht ins Ziel. Oh mein Gott, komme ich da noch ins Ziel? Ne, Ich komme nicht ins Ziel! Ey, ich war einfach, ich war 10 Minuten Vorsprung in Führung. Direkt eine Kurve vor dem Ziel war ich 10 Minuten Vorsprung in Führung. Oh mein Gott. Ey, ihr habt ja gesehen, wie lange ich warten musste, bis mich irgendjemand eingeholt hatte. Alter. Das war so bitter. Es war einfach super bitter. Es war so ungünstig. Halt immer dashen, so oft es geht, ne? Also immer, wenn Dash ready ist, sofort dashen.
Und hat möglich... Ach Gott. Jetzt können wir vielleicht endlich mal einen Gegner treffen. Wo fliegen denn die Attacken hin? Also die Attacken, die muss man echt irgendwie noch, glaube ich, ein bisschen besser konzipieren. Die fliegen ja nach Süd-Sri Lanka, die Attacken. Aber die Rennen sind sehr lang, kann das sein? Hat schon mal irgendjemand jemanden mit seiner Attacke getroffen oder so? Also es lohnt sich halt immer, diese Teile hier einzusammeln. Weil die halt Coins bringen und Erfahrungspunkte. So, ich lese sofort den Chat wieder. Ich weiß nicht, ob das Maisfeld einen verlangsamt, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass die Items halt wirklich in dem Spiel sehr, sehr wenig bringen. So. Ihr könnt auch über mein Profil da reinschauen immer. Ich kann mir bald ein Pferd kaufen. Ja, 4000 kostet das Pferd. Also nicht mehr lange, dann können wir uns ein Pferd kaufen. Am besten könnt ihr über mein Profil, Fabian Sepp, seht ihr das bei mir auch unter den Likes. Genau. Da findet ihr es ganz einfach. Was ist so eure Meinung davon? Und lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Like da, ey. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr mir das auch natürlich gerne sagen. Ich gebe das auch natürlich sehr, sehr gerne an den Entwickler weiter. Dschungel! Oh. Oh, was? Das kleine Fleckchen da ist böse? Okay. Also die Dschungelmap ist Gastolari. Oh, was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht. Das ist ja... Okay, ich wusste nicht, dass dieser kleine Fleck da ein Bösewicht ist. Och, jetzt das ist kleinkariert, Mr. Spielmann. Jetzt, was ist das denn? Mr. Spielmann. Also, Dschungel mag ich jetzt schon nicht. Da ist irgendwie das Spiel kleinkariert, finde ich, bei...
Also die Attacken will ich jetzt auch noch nicht so... Die Attacken sind weird bisher, so ein bisschen. Jetzt reicht's hier. Mach Platz da, Platz da. Also hier bin ich jetzt kein Fan von der Map selber, weil man erkennt, finde ich, auf dieser Map hier... Nicht zwingend. Ich finde, bei dieser Map hier kennt man wirklich nicht unbedingt die Bodeneffekte. Also hier ist die Hitbox, ist hier super weird. Ja. Also die Hitbox dieser Teile hier ist Grütze. Die Hitbox in dieser Map... Die Hitbox ist totale Grütze! Wir reiten jetzt um jedes Hindernis rum. Also, Dschungel ist bis jetzt schon mein Hate. Diese Felder auf dem Boden beim Dschungel sind wirklich Grütze. Diese Felder hier, die haben eine Hitbox, die geht echt nach Süd-Sri Lanka. Ja, die Hitbox hier ist halt ernsthaft irgendwie... Hä, was war das denn jetzt? Ach, jetzt komm! Nee, ist wirklich... Also in der Welt ist die Hitbox... Ich glaube, jede Palme hier hat eine Hitbox. Also hier hat wirklich alles eine Hitbox. Und zwar eine Grützenbox. Aber das ist keine Hitbox, die ist Grütze. Ja. Also, Dschungel... Dschungel ist Grütze. Also, das ist die einzige Welt bisher, wo ich sagen würde, da ist die Hitbox... Also, bei Dschungel müsst ihr allem ausweichen. Bei Dschungel müsst ihr wirklich allem ausweichen. Allem. Ja, ich treffe mich mit den Attacken auch irgendwie immer nur selber, wenn dann. Die Attacken gehen einfach so... Die Attacken, die gehen überall... Die Attacken gehen überall hin. Also, bei Dschungel... Bei Dschungel ist es so... Alles, was grün ist, ist böse bei Dschungel. Alles, was grün ist, ist böse. Alles, was schwarz ist böse. Alles, was rot ist böse. Also, braun ist nett bei Dschungel. Bei Dschungel ist alles, was braun ist Liebe. Der Rest ist Grütze. Also weicht der Grütze aus. Das ist Dschungel. Equestrian ist bisher die entspannteste Welt. Die entspannteste Welt bisher ist Equestrian. Equestrian ist bisher die entspannteste Welt, muss ich sagen. Die angenehmste Welt für den Start ist Equestrian. Equestrian ist die angenehmste Welt für den Anfang. Dschungel ist Grütze, aber welche Grütze? Rote Grütze. Genau, richtig. Schlimmer als Veil der Chumpy. Das ist genau wie Veil der Chumpy, weil der Rand nämlich einfach hier Doppelrand ist. Genau, lasst gerne ein Like da, freue ich mich drüber. Ein Like macht eine Grütze weg. Seid ihr gegen Grütze? Dann macht Grütze weg. Like den Stream. Wenn ihr nicht liked, erzeugt ihr Grütze. Macht es lieber nicht. Da gibt es morgen Grütze auf den Tisch. Okay, wir gucken das. Bitte kein Dschungel. Der Rest ist gut. Was haben wir? Okay, ich sag nichts mehr. Okay, wir testen jetzt meine neue Mechanik. Weich der... Ach, jetzt... Ich gehe gleich. Also, ich sage euch beim Dschungel, was das Böseste im Dschungel sind die Palmen am Rand. Wenn ihr zu nah an einer Palme seid... Dann macht sie euch Kadusch. Also, weicht den Palmen aus, sonst Kadusch.
Einfach der Rand ist das Böse. Ihr berührt überhaupt nichts in dem Spiel. Die Attacken sind doch einfach dumm. Wie soll man denn mit der Attacke was treffen? Die geht ja, die Attacke geht ernsthaft nach Süd-Sri Lanka, aber nicht ins Spiel. Das musste ja jetzt sein hier. Ey, Dschungel. Ich weiche jetzt immer den Palmen aus, weil Palmen sind das pure Böse. Warum musstest du mich denn jetzt abschießen? Ich hab's schon schwer genug hier. Also wenn man jemanden treffen sollte mal, überhaupt im Leben, wenn man jemanden trifft, dann ist es richtig garstig. Also wenn man jemanden trifft, ist heftig. Komm, wir sind Platz 3, komm. Platz 3, bist du auch mit dabei im Dschungel? Ah, immer ausweichen von der... Also die Attacken haben 5 Meter Reichweite, wenn überhaupt. Nette 5 gemeinte Meter. Weg von der Palme. Passt auf eure Palmen auf. Die Palmen sind das Böse. Die Palmen sind das Böse. Nichts anderes. Die Palmen sind das Böse. Wenn ihr von der Palme... Die Palme, ihr braucht mindestens 3 Schnuten Abstand von der Palme. 3 Schnuten Abstand von der Palme. Merkt euch das. Merkt euch das. 3 Schnuten Abstand von der Palme. Wenn ihr euch fragt, wie lang eine Schnute ist. Was ist eine Schnute? 3 Schnuten sind so. Bitte zeig mal das Foto vom Spiel. Abi hat Star Stable Hitboxen verkauft. Ja. Ja. Star Stable hat die Hitboxen an die Palmen verkauft. Die Palmen haben die Hitboxen gekauft. Nur die Palmen. Die anderen sind noch okay. Die Palmen waren es. Ja, wichtig. Pferde warm laufen. Uiuiuiuiui. Gibt das Spiel auch auf dem Apple PC? Es gibt es halt auf Roblox. Also wenn du Roblox auf Apple spielen kannst, dann klar. Also müsste es eigentlich geben. Wenn jetzt nochmal Dschungel kommt, dann schreibe ich dem Entwickler. Warte kurz, ich schreibe schon mal vor. Moment. Ich schreibe dem Entwickler gerade Palmen... sind doof. Die haben eine zu große Hitbox. Ich habe dem Entwickler geschrieben, Palmen sind doof. So. Fabi, du Fisch, jetzt reicht's. The race is real. The race is real. Oh, erwischt. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Das Mädchen eine Hitbox? Ich hoffe nicht. Gut. Ich habe jetzt Angst vor Gegenständen.
Was hat das Spiel mit dir gemacht, Fabi? Ich habe Angst vor Gegenständen. Vor welchen Gegenständen? Bäumen, Menschen, Pflanzen. Vor tanzenden rosa Mädchen. Ich weiß nicht, ob diese tanzenden Menschen Hitboxen haben. Kann mir jemand bestätigen, dass die tanzenden Menschen nett sind? Ich glaube, dass der Speedbooster außen zu lange dauert. Dass man einfach besser ist, wenn man in der Mitte langläuft. Oh, da kam eine Eiswand. Ja, innen sind wir schneller. Okay, also innen ist der bessere Weg, sehen wir jetzt gerade selber. Tja, Beverly. Hättest du mal dein Frostschutzmittel aufgetragen? Hättest du mal gemacht, ne? Oh mein Gott. Ja, wir müssen ganz klar auf der... Oh Gott, gut, das... Habt ihr das gerade gesehen? Der Zaun hatte keine Hitbox. Ich liebe den Zaun. Also, wir wissen jetzt, Zaun ist Liebe. Palme ist Hass. Willst du cool und fruchtig sein? Lass dich nicht auf Palmen ein. Okay. Wir wechseln gleich den Server, ja. Zäune sind nett. Fabi, du Brot, jetzt reicht's. Hier, wir machen das jetzt mal kurz. Wir gucken mal, ob wir einen leeren Server finden. Wartet mal kurz. Aufsteigend. Hier. Schaut euch das an. Hier ist ein Server, da sind zwei Leute drin. Aufsteigend, da gehen wir jetzt rein. Wir betreten jetzt mal den Server. Wir wechseln mal den Server. Damit ihr auch nochmal reinkommen könnt. Man kauft so ein neues Pferd. Ich weiß nicht, ob ich dazu. Vielleicht mache ich da sogar ein Video dazu später. Wie heißt das Roblox? Das heißt Horse Racing Club. Lol, kommt man in dieselbe Lobby? Kann das sein, dass die Race-Lobbys eigene Lobbys sind? Weil ich bin wieder mit euch hier in derselben Lobby drin. Lol. Wie kann das denn sein? Okay. Lol. Lol, 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 lol. Jetzt sind wir zu dritt. Wir sind nur zu dritt. Ah, da kommen zwei Leute. Shit. Es ist Beverly. Und es ist... Equestrian, die beste Welt im Spiel. Willst du Equestrian? Ja, wollen wir. Ich weiß nicht, ob das einen hier schneller macht, wirklich, dass wir sagen, wir machen den Weg, den Umweg. Ist das hier... Ist, oh, scheiße. Hui.
Immer schön Sachen einsammeln, wenn ihr könnt. Bringt euch immer Racing Coins, ne? Also 2 Racing Coins je Teil, was ihr einsammelt. Na. Also ich glaube, dass generell dieser Bodendash nicht genug ausmacht, dass man ihn mitnehmen sollte, wenn man dafür einen Umweg laufen muss. Der macht halt wirklich wenig aus, ne? Also den Bodendash, der macht nur dann Sinn, wenn man ihn halt, wenn man keinen Umweg laufen muss dafür. Also, dann macht der Bodendash. Ah, Scheibenhonig. Scheibenhonig! Ach, shit, hätte man geschafft. Das war sehr close, by the way. Warum ist mein Bildschirm jetzt eigentlich so ein bisschen schwarz blinkend? Habe ich Gefahr? Weil jetzt ist es nicht mehr so weit. Oh, Fabi! Nicht noch vor dem Ziel Risiko eingehen. Reite doch einfach entspannt zu Ende. Ah, seht ihr gerade, je mehr Leute im Rennen sind, je mehr Punkte bekommt ihr am Ende. Moment. Wie? Ich habe nur noch 2000. Ja, man hat mir Coins geklaut. Ich hab Coins verloren. Ich hatte 3000. Hat mir Coins geklaut. Wo sind meine Coins? Wo sind meine Coins? Wo sind meine Coins? Hä? Was ist gerade passiert? Eine Minimap wäre geil, ja. Aber was ist denn gerade passiert? Wo ist denn... Nee, jetzt mal Serious Talk. Wo sind meine Coins? Och, das ist aber jetzt echt dreckig gerade. Nee, das finde ich jetzt echt nicht cool. Weil ich habe halt echt jetzt viel für meine Coins gearbeitet. Ich habe halt ein Level und die Hälfte meiner Coins verloren. Und das ist halt irgendwie ein bisschen weird. Also, keine Ahnung. Jetzt hatten wir eigentlich 4000 zusammen und konnten uns jetzt einen Fjord kaufen oder so. Und jetzt haben wir halt einfach so viele Coins verloren und Level vor allem auch.
Das ist ja ein halbes Level weg gewesen, einfach so. Okay, also der Kaktus hat eine Hitbox, das wissen wir jetzt auch. Moment, ich muss mal ganz was gucken. Nee, verstehe ich nicht so ganz, warum da die Coins, warum wir so viele Coins verloren haben, verstehe ich nicht. Das war, als ich gewechselt habe. Aber es macht aber auch keinen Sinn. Wenn man den Server wechselt, verliert man. Ich finde, das wäre sehr übel, wenn das so wäre. Da muss man halt echt sagen, muss man aufpassen dann. Nicht direkt Server wechseln. Also Bäume haben in dem Spiel die krasseste Hitbox. Also bei Bäumen generell aufpassen. Auch hier an Terrain. Einfach gucken, dass ihr außen rum reitet. Deine Coins und Levels sind verschwunden, als du in der neuen Runde bist. Boah. Ja, das ist halt... komisch, also ist weird. Ist jetzt kein Drama, ne? Weil man kriegt ja die Coins trotzdem. Noch wieder. Aber. Also, wo meine Coins dahin sind. Guck mal kurz. Okay, es geht nicht mehr. Wechsel nochmal zum Testen, dass ich wieder mein ernstes Zeug verliere, meinst du? Nee. Komm, wir gehen mal hier. Wir machen mal hier, komm, No Horse. Komm, wir gehen mal alle auf No Horse. Guck mal hier, wir haben hier auch. Komm, ich wasche eure Pferde. Ja, Ali. Komm, ich wasche auch dein Pferd, Ali. So. So, Blubberblasenpferd. Ja, wir machen auf jeden Fall noch gleich Rennen wieder. Blub, 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 blub. Wo ist denn Adi jetzt hin? Ach, da hinten. Ja, blub, 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 blub. Jetzt bin ich plötzlich nur noch Level, Dash Level 0. Achso, weil mein Pferd nicht da ist. Blub, 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 blub. Apfel. Ja. Okay, also aktuell kann man im Shop, wie es aussieht, kann man im Shop nur Pferde kaufen. Und die teuersten Pferde sind das Shire. Shire ist das teuerste Pferd mit 6700. Also 6700 ist das teuerste Pferd aktuell.
Was ist das Dash-Level? Das seht ihr hier, wenn ihr drauf geht. Hier, da seht ihr, je höher du bist vom Level her, je schneller ist dein Dash. Also, das ist das Einzige, was im Spiel ausmacht. Du dasht schneller, wenn du höher bist vom Level. Dann ist dein Dash, also dein Boost, der Boost ist schneller. Ach, gucken wir nicht, mir macht das gerade echt Spaß. Ich habe da gerade echt Fun an dem Game. Spionat, Lilly. Ich dachte, ich habe Spinat gelesen. Mir macht das gerade echt Spaß. Wen soll ich grüßen? Olivia, liebe Grüße. Wir können gerne Rennen machen. Also ich mache jetzt einfach Rennen und ihr könnt da gerne beitreten dann. Guck mal hier. Ihr könnt mir auch über die Freundesliste beitreten. Könnt ihr auch über die Freundesliste den Rennen beitreten. Ich finde, das ist sau süß gemacht, das Game. Ernsthaft, ich finde es richtig süß von der Art. Mir macht das echt Spaß. Ob ihr Quests... Ja, wir können nachher gerne Quests machen, aber Quests geben halt so wenig Geld. Ich will erstmal ein bisschen Geld verdienen, weil ich habe jetzt so viel Geld verloren. Deswegen will ich gerade mal noch ein bisschen Geld verdienen. Ich werde auf jeden Fall mir auch mit ein paar Robux hier einen Server selber kaufen. Dass wir dann gucken, dass wir da auch... Aber wobei, es ist fast unnötig, finde ich, hier einen Server zu kaufen. Weil das Racing scheint ja serverübergreifend zu sein. Also das Racing scheint unabhängig des Servers zu sein, weil wir kommen ja mit Leuten zusammen, die meistens gar nicht angemeldet haben damit. Also von daher kann ich gar nicht mal sagen, ob das irgendwie... Ich komme nie zu dir, obwohl ich auf deinen Namen... Das ist super komisch, Ali. Was denn, Ella? Was ist los, Ella? Was ist nie wieder? Ja, es hat noch ein paar Kinderkrankheiten, das merkt man beim Spiel natürlich. Aber ich finde, wenn man bedenkt, dass das jetzt gerade der Release ist, da läuft es doch eigentlich schon echt gut. Oder wie seht ihr das? Also ich finde, das läuft doch echt gut. Also man gewöhnt sich halt sehr, ich finde, man gewöhnt sich schnell an die Spielweise der Maps. Das Fohlen, das war in der Stadt hinter. Das Fohlen ist in der Stadt hinter der Reitarena. Ach, jetzt komm. Das ist wirklich gerade eine... Ja, klar. Oh, nee, ey. Was ist das denn? Ah, das hat mich jetzt gerade richtig rausgebracht. Und ich war... Meiner Meinung nach bin ich drüber gewesen.
Man muss halt austesten bei dem Game, welche Wände kann man umlaufen und welche kann man nicht umlaufen, ne? Das ist halt, finde ich, super wichtig bei dem Game. Du weißt halt einfach immer nicht, welche Maps, welche Hindernisse kann man umlaufen und welche halt nicht. Die Map ist ja auch für mich das erste Mal jetzt hier. Man weiß halt immer nicht genau, was zählt auf der Map als Hindernis und was halt nicht, ne? Deswegen, also bei der Map ist es halt auch so. Hier sind ein paar Stellen, wo man halt sich unsicher ist, ob man da lieber drum läuft oder halt nicht, ne? Auf jeden Fall noch ein bisschen Keks kümmern. Mir macht das gerade echt Spaß und ich will auch meine Coins wieder verdienen gerade. Also in Runde 1 sind wir echt schlecht durchgekommen, in der Runde 2 sind wir jetzt sehr gut durchgekommen, aber unsere Konkurrenten sind einfach besser gerade. Ach, jetzt deine... Okay, die Palmen sind hier kein Problem, dafür sind es diese Gesichter. Weil die Gesichter sieht man auf dem Boden nicht, die sind einfach da. Also diese Gesichter hier, die sind unnötig. Die sind wirklich unnötig. Die sind wirklich scheiße, weil man sieht nicht, wo die rauskommen. Ja, wir sind jetzt Dritter, glaube ich. Ne, Zweiter. Okay. Wir gehen gleich nochmal ins Home rein. Kein Problem. Also meine beiden Welten, die ich nicht so cool finde, sind wirklich jetzt gerade diese hier, ist nicht so cool. Und die Dschungel-Map ist halt noch uncooler. Aber ansonsten sind die Maps eigentlich ganz cool. War das erste Jungle. Nice, Kira. Nice. Ja, das Lobby-System ist für mich noch ein bisschen unverständlich. Ansonsten, aber vielen lieben Dank für jetzt schon 100 Likes, ey. Vielen, vielen lieben Dank euch. Mega. Mega vielen lieben Dank euch. Also in dem Spiel hast du halt ganz klar High-Risk-Manöver. Es gibt immer so Manöver. Wenn du die machst, ist es super gefährlich. Was schafft sie mit YouTube? Swamp. Also bisher ist meine Favorite Map Equestrian. Die finde ich super schön von der Art her. Equestrian ist eine sehr angenehme Map. Was wir mal testen müssen, ist, ob wir über Glitzer drüber laufen können. Oh ja, Dankeschön. 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 Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ach, jetzt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Habt ihr das jetzt gerade echt gesehen? Beim Start habe ich direkt den Stein ins Gesicht bekommen. Was war das denn? Was war das denn? Ach, jetzt komm. Ja, ich bin direkt die Saftnase hier, ey. Ach, jetzt komm. Also, der Startpunkt sollte vielleicht nicht... Wow. Also, sorry, aber das ist ein Startloss. Das ist einfach ein Startloss. Wir sind durch den Start so weit im Arsch, dass wir einfach...
durchgereicht werden. Das ist richtig ein mieser Startloss einfach gerade. Ihr seht es ja gerade selber. Guckt euch das einfach an. Weil wir so weit hinten gestartet sind, müssen wir durch alle extra Hindernisse durchreiten gerade. Wir haben so viele extra Hindernisse und haben unfassbares Pech gerade. Ich will mal testen, ob dieses Glitzern schädlich ist, wenn wir drüber laufen. Können wir... Ich weiß nicht, ob wir hier rechts rum können. Ja, denke ich mal nicht. Ja, diese Schüsse haben so wenig Reichweite. Wir kommen halt auch einfach nicht mehr ran, ne? Wir müssen so viel aufholen. Oh, cool. Ah. Also was super wichtig ist, ein Geschoss, was ihr nicht ausgelöst habt, hat immer sehr, sehr lange noch eine Hitbox, auf das ihr aufpassen müsst. Das war ein absoluter Startloss, das ganze Game hier. Wir sind von Anfang an einfach komplett durchgereicht worden, weil wir einfach gar nichts mehr machen konnten. Ja. Also das war wirklich, also bei der Map ganz rechts außen zu starten, ist direkt ein Loss. Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Also die müssen das nach hinten versetzen, ein bisschen. Ein bisschen nach hinten versetzen. Das muss ein bisschen nach hinten. Das sollte nicht sein, dass der Start direkt eine Wand hat. Oh mein Gott, einfach... Aber es macht echt Spaß. Es macht wirklich Spaß. Was ist so eure Einschätzung bisher vom Game? Wie findet ihr es? Also anfangs geplant waren... Ja, diese Wand ist einfach dumm gelöst, finde ich. Er wird gemobbt. Nee, Sache, es ist lustig. Wir gehen auch gleich in den Home rein. Keine Panik. Wie gesagt, ich wollte einfach gerne nochmal wieder meine 4000 Coins zusammenholen. Und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal auf die Home Map. Wirklich. Keine Panik. Alles entspannt. Wirklich. Ich finde, es macht... Ey, ihr dürft nicht vergessen, das Game ist free to play. Es ist einfach... Es hat natürlich noch Kinderkrankheiten. Die Hitboxen sind noch nicht so geil gelöst. Natürlich. Die Hitboxen sind vor allem gerade eine echte Belastung, weil solltet ihr von einer Hitbox getroffen werden, dann habt ihr direkt einen krassen Nachteil. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil dadurch habt ihr halt Schiss vor den Hitboxen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Weil damit... Weil damit hat man halt Angst vor den Hitboxen. Und das ist ja auch eigentlich das, was es sein soll, oder? Dass man in einem Rennspiel Angst vor Hitboxen hat. Na komm. Wieso ist denn sie so schnell?
Oh, das ist wieder richtig eine blöde Situation. Da hat sie jetzt gerade, habt ihr gerade gesehen, sie ist auf der Wand gelandet, ne? Und dadurch ist sie zurückgesetzt worden. Deswegen meine ich halt, also diese Wände hier sind immer High Risk, High Reward. Also wenn ihr sie mitnehmt, dann habt ihr einen super Bonus. Aber wenn ihr halt einmal nur erwischt werdet, dann dauert das richtig lange, um wieder ins Rennen zu kommen. Das ist halt so, wie man so schön sagt, High Risk, High Reward bei dem Game. Und so scheiße für einen die Hitbox ist, wenn man erwischt wird, so gefährlich ist es einfach. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Diese Gefahr, die man halt dann eingeht bei den Hitboxen. Ich glaube übrigens, dass wir gerade, ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn du zum Beispiel AFK in eine Runde reingehst, also wenn du einfach nicht racest, sondern einfach dich hinstellst, wie hoch da deine Belohnung ist am Ende. Das würde mich auch mal interessieren, also ob das eine sinnige Sache ist, dass du dich AFK in eine Runde reinstellst, ob das eine sinnvolle Sache ist, damit du levelst oder so. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Wie sinnig sowas ist. Ich mag's echt gerne, ja. Ich mag's echt gerne. Oh, schaut mal, Ali ist bei uns in die Lobby gekommen. Also, ey, ganz im Ernst. Mega, mega lustig von der Art her. Mir macht's echt Spaß. Das ist irgendwie ein Bug-Kai, denke ich mal, ne? Ich denke, ich werde mir einen Fjord kaufen in dem Spiel. Was für Pferde findet ihr am besten? Was werdet ihr euch holen von denen? Von den Pferden, die hier drin sind, bisher so. Also was wir jetzt ja wissen ist, hier Maximallevel ist aktuell 25. Ab 25 haben wir Dash 6. Oder zumindest ab 25 haben wir den höchsten Dash-Wert. Shaya? Was jetzt, also ich werde mir auf jeden Fall einen Fjord holen. Es ist Ovar eben schon, Katrin. Aber die AFK bekommst du nichts. Okay, alles klar. Ist aber auch eine gute Lösung. Ansonsten denke ich mal, würde man sehr, sehr schnell die Leute halt haben, dass sie in Maps nur noch AFK dastehen. Also diese Geschosse, die gehen halt echt... Oh mein Gott. Wer hat denn hier geschossen? Naja, das ist halt... Wenn du mal von was getroffen wirst und jemanden... Ah, das Ali auch gerade gegen die Eiswand. War das ihre eigene Eiswand? Also ich finde das ganz gut, dass man die Geschosse auch so mit der Zeit aufsammelt, dass man gar nicht sowas irgendwie großartig halten kann. Ich
finde, das ist ganz gut gewählt von den Sachen her. Ja, wir kommen gerade echt schlecht ran. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit verloren am Anfang durch das erste Manöver da. Ja, ihr seht es ja selber, also die Attacken haben nicht viel Reichweite. Das wäre vielleicht, das würde auf jeden Fall nochmal helfen, wenn es sowas geben würde wie Attacken mit mehr Reichweite. Weil, also wir sehen ja aktuell die Leute, die vor uns sind, die sehen wir. Wir kommen aber einfach nicht ran. Also, egal wie weit sie da vorne ist, sozusagen, wir kommen halt überhaupt nicht an sie ran, wenn nicht irgendwas passiert. Also. Seht ihr das selber? Also, Eis geht doch von der Reichweite her. Aber auch das hat eine Reichweite, die so gering ist, dass wir einfach nicht rankommen. Ah, okay, man kann drüber reiten. Man kann drüber reiten über das Glitzern. Das war eben auch nochmal ein Test gerade. Ja, also wir haben halt keine Möglichkeit, an sie ranzukommen. Seht ihr ja selber, also wir haben halt keine Attacke, die eine höhere Reichweite hat als irgendwie so ein paar Meter. Das würde vielleicht noch dem Spiel ganz gut tun. Eine Attacke, die halt auch Long Range trifft irgendwie. Ansonsten seht ihr ja selber, wenn man das Rennen entspannt zu Ende reitet, hat man keine Möglichkeit ranzukommen. Ich frage mich gerade nur, wie die erste, also wie Sophia, gerade Attacken geschossen hat, weil sie konnte doch kein Ziel auswählen. Nee, es macht schon echt Spaß. Kann man Pferde Namen geben? Ich weiß gerade gar nicht, ob das geht. Müssen wir mal, gucken wir gleich mal im Shop, weil da müsst, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube aktuell, du kannst dir über das Roleplay-System. Doch, ich klicke einfach irgendwo hin. Ach, du kannst irgendwo hinklicken. Oh mein Gott. Ich glaube gerade, wir haben gerade. Moment, Moment. Nicht hüpfen. Also nach unten, dann geht es nach hinten. Ah. Okay. Das heißt, du kannst mit den Attacken auch auch eine Wand bauen, wenn du das so ein bisschen schräg schießt. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade eben durch Sophia so ein bisschen ein paar Möglichkeiten mitgemerkt. Dafür ist sogar Equestrian, glaube ich, gerade ganz gut. Ja, das Rennen machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Oh, was denn? Das war doch jetzt irgendwie komisch. Das war doch jetzt super weird. Da war ich doch schon um einen Kilometer drüber über das Hindernis. Wir müssen jetzt nicht mal was gucken. Achtung. Jetzt habe ich ernsthaft diese kleine Ecke berührt. Diese ganz kleine Ecke habe ich berührt. Also ich teste mal gleich was. Achtung. Es funktioniert. Aber die Reichweite ist halt nicht gegeben.
Ja, die Reichweite der Attacken ist halt einfach wirklich klein, ne? Also, wir sehen ja, da vorne ist Beverly. Aber wir kommen halt nicht, durch die Attacken kommen wir nicht näher an sie ran. Hier. Seht ihr ja, wir kommen einfach nicht ran. Aber ich schieße jetzt extra die Attacken so ein bisschen anders. Oh mein Gott, ich hab die Attacken durchschaut. Du musst die Attacken in die Laufrichtung machen. Oh. Ach, jetzt, das ist euer Ernst. Jetzt wurde ich von zwei Leuten... Ach, jetzt komm, ich hasse euch beide. Oh mein Gott, ich hasse euch beide. Ich wurde gerade dreimal nach hinten versetzt. Dreimal nach hinten gesetzt. Ah, die erwischen wir aber auf jeden Fall noch. Scheiße, nein. Komm, dash jetzt. Komm, dash. Ach, shit, jetzt ist die Attacke weg. Okay, wir müssen jetzt alles, Risiko auf alles. Diese eine Runde war so krass. Diese eine Runde war so ätzend krass. Ah, diese eine Runde, ey. Oh, nee. Da wurde ich von drei Attacken immer weiter eine Runde nach hinten geschoben. Ah, das Spiel heißt Horse Racing Club. Ah, Mann. Also, ich finde, das, was dem Spiel als am meisten fehlt, ist eine Attacke, die weiter Reichweite hat als im Nahkampf. Es gibt nur Nahkampfattacken quasi. Es fehlt dem Spiel eine Long-Range-Attacke. Also, warte mal kurz. Ich sag das mal kurz dem Entwickler. Moment. Ich habe das ja jetzt ungefähr 2 Stunden getestet. Und nach dem Testen würde ich sagen, dass es fehlen Skills, die eine Long-Range haben. Also sowas, die meisten Attacken gehen aktuell nur so in den Nahkampfbereich rein oder ein bisschen weiter. Aber es fehlt sowas wie, dass man jemanden treffen kann, der ein bisschen weiter weg ist. Oder eine Attacke, die nur den ersten trifft, sowas in der Art. Das würde auf jeden Fall das krasser noch machen. Genau wie bei Mario Kart, das habe ich gerade kurz dem Entwickler gesagt. Weil ich finde, das fehlt. Das fehlt. Ansonsten finde ich es super gut gemacht bisher. Ey, Sophia ist richtig gut. Oh, war das close, ey. Ich hab's so geschluckt gerade eben. Guck mal, Sophia ist so schnell. Aber wir haben sie erwischt. Das habe ich gemeint mit dem nach vorauszielen. Also das ist der einzige Weg. Also Sophia ist auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, why. Aber ich kann sagen, Sophia ist schneller als ich.
Jetzt hätte ich fast denselben Fehler gemacht wie vorhin. Ich hätte fast denselben Fehler gemacht. Also die Tannen haben eine angenehmere Hitbox. Die Palmen haben die ätzendste Hitbox. Oh mein Gottes Willen, ich häng schon... Ach, jetzt... Ja, dieser Tunnel, ey. Ja. Ja. Die Tunnel, ey. Die Tunnel! Bei den Tunneln komme ich jedes Mal aus der Map raus. Ey, Malisu. Ich hoffe nicht, dass gleich mein Geld wieder weg ist. Es hat jedes Mal bei diesen Tunneln, jedes Mal bei den Tunneln. Das ist einfach so unnötig. Die Tunnel sind so nervig. Genau, also ihr könnt quasi eurem Pferd nicht unbedingt einen Namen geben, glaube ich. Genau. Ich weiß nicht, ob du bei einem neuen Pferd einen Namen geben kannst. Du kannst aber... ein Wild Horse werden und danach machst du ein Roleplay-Name und nennst dich einfach Butterkeks. Machst du Change Name? Dann ist guck, dann ist jetzt Butterkeks mein Roleplay-Name. Dann mache ich noch hier Hide Settle. So, dann bin ich jetzt Butterkeks das Pferd. Genau. Dann habt ihr halt auch hier immer eure Aufgaben. Hier ist die tägliche Aufgabe. Ach, tatsächlich geht die anscheinend wieder. Genau. Und jetzt hat sie das Fohlen. Genau, sie hat auch gesagt, das ist im Village on the Hill. Und jetzt Pferd kaufen. Nee, ich glaube, das mache ich dann später. Ich wollte nachher auch nochmal ein Video dazu ganz gerne machen, deswegen. Boah, ich frage mich halt, wie schnell der Dash Level 6 dann ist, wenn das schon der Dash Level 2 ist. Das stelle ich mir krass vor. Da ist das Fohlen genau immer. Schaut, ja. Ich weiß nicht, warum die Daily Quest so viel weniger bringt als die Rennen. Also, die Daily Quest braucht, finde ich, irgendeinen Grund dafür, dass sie Daily Quest ist. Also, was ist die Daily Quest Belohnung? Wofür machen wir die? Wisst ihr, was ich meine? Also, die Daily Quest bräuchte irgendwie einen Grund. Bisher finde ich das ein bisschen schade, dass die Daily Quest irgendwie gar keine Begründung hat. Genau, also Daily Quest. Und dann würde ich hier bei den Rennen immer sagen, ey, die Rennen brauchen irgendwie eine Markierung. Oder eine, wie Mareike vorhin meinte, eine Minimap. Weil wir wissen halt immer nicht, wo wir hin müssen. Seht ihr ja selber. Wir haben bei den Rennen immer keinen Plan, wo es weitergeht bei den Rennen. Ihr seht ja selber hier. Bei den Rennen haben wir immer
Ja, das hier ist das Problem. Also wir wissen immer nicht, wie das Routing ist bei den Rennen. Also bei manchen Rennen. Bei manchen ist es klar. Aber bei den Rennen hier ist es halt einfach gar nicht klar. Und das Beste zum Leveln, mach mal am besten so eine Mischung aus Rennen und immer mal wieder entspannt hier eine Runde. Genau, also Rennen geben immer so 80, gerade wenn ihr nicht so gut seid jetzt in Rennen, also in den Gegeneinander-Rennen, dann ist sowas hier eine ganz nette Angelegenheit. Also diese Sachen hier zu machen, ist ein guter Weg. Und hier, ihr habt dann halt auch diese... Habt ihr eure Pferdchen hier. Dann habt ihr auch noch eure Animation. Kann wieder eure Sachen zeigen. Dann habt ihr halt immer noch eure Animation, die ihr nutzen könnt hier. Wie muss man das eigentlich machen? Muss man Piaf verhalten und dann vielleicht nicht Galopp, sondern Trott? Oder wie macht man die Piaf länger? Oder ist es einfach nur einmal so ein Ding? Dann können wir noch grasen. Kannst du noch mal in einem Rennen, um zu schauen, ob um Coins zu saven? Wie meinst du? Da können wir noch ein Rennen machen. Kann man auch irgendwie die UI... Moment, wo ist denn die... Kann man diese UI hier verbergen? Also ich glaube, wir haben jetzt das Problem jetzt. Ah, jetzt ist es weg. Genau. Ich würde ganz gerne den Namen ausblenden von mir selber. Kann man das irgendwie machen? Die UI verbergen? Ich würde ganz gerne. Eine Piaffe ist doch unmöglich. Ich dachte, wenn du das, dass du es noch so weitermachen kannst, dachte ich gerade. Ich überlege gerade, kann man den. Ich will gerade den Namen ausblenden, den Roleplay-Namen. Kann man den. Ich würde ganz gerne gucken, ob man halt ein paar Sachen ausstellen kann von der UI. Alexander, klassisch. Klassisch, klassisch.
Anscheinend geht das nicht. Oder war es irgendwie bei Roblox? Gab es bei Roblox irgendwie ein Hotkey dafür, für UI ausblenden? Liebe Grüße, Enya. Wartet mal kurz. Guck mal kurz. Hide UI, Steuerung Shift G on your keyboard. Oder Steuerung Shift C. Moment. Macht da nichts. Da passiert nichts. Also es geht anscheinend hier nicht. Na, ich glaube, das geht gar nicht. Was wird das Spiel von einer. Was wird das Spiel geben? Ist schwierig zu sagen, weil es so, wie es jetzt ist, bis auf wenige Kinderkrankheiten sehr gut ist. Also. Können wir uns gescheit hinstellen, mal für ein Bild? Komm, wir machen mal ein schönes Bild. Komm, wir stellen uns mal hier so alle nebeneinander. Stell euch mal nebeneinander. Macht mal. Lass uns mal ein Bild machen. Guckt mal, dass ihr euch mal nicht in mich reinstellt. Das wäre voll super. Guckt mal, dass ihr mal. Komm, wir machen mal. Guckt mal, dass wir mal die Pferde nicht ineinander stellen. Also Luca, guck mal, dass wir uns alle so ein bisschen nebeneinander hinstellen. Genau, genau, genau. Oh mein Gott, das ist voll gut. Das ist richtig gut. Luca, jetzt noch. Luca, genau, die Lücke, wo du bist, jetzt nach vorne drehen. Ah, fast. Sehr gut, Luca. Luca, du schaffst es. Luca, du schaffst das. Komm, Luca. Passt. Okay, das ist so voll schön. Das ist voll schön. Wartet mal. Ich gucke mir das Bild gleich mal in der Bearbeitungsmaske an. Ich bin noch ein bisschen live, mir macht das gerade echt Spaß. Wir machen gleich ein Rennen, chillt mal ein bisschen. Alles entspannt. Das ist voll schön, das Bild. Ja. Das mag ich sehr gerne, das Bild. Also guckt mal hier, ich muss es natürlich noch bearbeiten, aber guckt mal hier. So, ignoriert mal, was hier steht, ne? Das ist noch die Maskenschrift. Na, schaut mal hier. Das ist voll schön. Haben wir ein richtig cutes Bild, so von der Art. Ja. Ich habe bisher einmal Server gewechselt, weil ich noch ein bisschen Schiss habe, dass dann direkt meine Coins wieder weg sind. Guck mal, das ist doch voll süß. Ein bisschen. Andere Färbung. Oh, das sieht voll süß aus. Das ist mega süß. Guck mal, wir haben voll die. Guck mal an, wir sind eine richtig coole Herde hier. Ey, es sieht so gut aus. Ey, wir haben eine richtig schöne Reihe, ey. Mega, mega. Ein Freund Layla. Layla, liebe Grüße. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr davon irgendwie ein TikTok oder sowas macht, verlinkt mich da gerne drauf. Laut Google Steuer. Das habe ich probiert, Mareike. Ich glaube, das geht deswegen nicht, weil das hier eine eigene. Das ist ja keine GUI, sondern das ist ja eine Special UI. Deswegen, also die normale UI würde damit wahrscheinlich weggehen, aber das Game hat ja eine eigene UI. Das habe ich nämlich auch gefunden, Mareike. Das habe ich auch gegoogelt.
Nee, das ist voll süß gemacht. Das fällt mir echt gut, das Game. Also, es ist ein sehr, sehr faires Bezahlmodell auch in dem Spiel. Dann im C. Ich hab's probiert. Also, es geht nicht. Ich habe alles durchprobiert. Kannst du nochmal sagen für sie? Ach so. Liebe Grüße an Layla, die Freundin von Enya Monster. So. Nee, es ist wirklich schön gemacht. Also, mir macht das echt Spaß. Es geht wahrscheinlich einfach nicht von der Art her, Mareike. Weil es halt wahrscheinlich die eigene UI ist. Die Roblox-UI ist damit weg. Das scheint wirklich so zu sein, ja. Nee, aber Sophia ist echt schnell. Sophia ist wirklich schnell mit ihrem Fjordi hier. Die ist echt schnell unterwegs. Aber Fjordi nehmen wir auch. Wir können ja mal gucken. Was kosten eigentlich 2000 Coins? Wir gucken mal. Ach nee, es sind 20.000. Ich wollte gerade sagen, ey. Die kosten 1.900. Das ist schon... Ja, aber damit habt ihr auch echt viel. Was sind denn bei 2.000? Ein Pferd kostet damit 400 Robux. Ja, aber man kann das echt gut verdienen. Also, man kann das wirklich gut verdienen, finde ich. Ich finde, man kann es gut verdienen. Also, du kannst hier wirklich leicht, finde ich, das Geld hier im Spiel verdienen. Guck mal hier. Ist das hier das Shire? Das sieht aber auch sehr schön aus. Ich finde, die Pferde sind sehr süß gemacht. Ich wollte mir ja auch das hier holen. Das hier war's. Guck mal uns nochmal die Pferde an. Wo waren denn die Pferde? Hier? Genau. Was wollen wir uns denn holen? Der Fjord Cremello Mix ist auch sehr süß, oder? Fjord Cremello. Oder der Dunmig. Oh, oder Cinco Teak. Der Cinco Teak ist aber auch süß, oder? Boah, ich habe Angst davor, dass das Cinco Teak nicht mehr so hoch springen kann. Was meint ihr, Cinco Teak oder Fjord? Cinco Teak ist schon cute. Das graue Shire. Das war ein Shire, ja. Okay. Das Paint ist aber auch cool mit 5k. Das Paint wäre auch eine Idee. Oh, Paint ist aber auch schön. Was soll unser erstes Pferd sein? Oh, guck mal, wie wir alle hier stehen. Wir haben das voll das System hier gedribbelt. Das ist richtig süß. Fjord, ihr wollt alle Fjord? Okay, ihr wollt alle Fjord. Okay, dann noch... Dann jetzt noch die Wahl, welches Fjord. Welches Fjord hättest du denn gerne? Achtung. Wir haben Fjord. Fjord. Okay, Fjord 1 fällt flach, das möchte ich nicht. Wir haben Fjord 1. Oder Fjord 2. 1 oder 2. Wir können die anderen ja auch alle noch nehmen. Fjord 1 oder 2. Was ist eure Meinung dazu? Fjord 1 oder 2? Okay, ihr seid eher auf die 1. Ihr seid tatsächlich mehr auf die 1. Okay, dann werden wir uns die 1 holen. Oh, wir haben ein paar Zweier auch dabei. Jetzt kommen die ganzen Zweier. Ich finde, es ist ein sehr schön entspanntes Game. Ich weiß nicht, wie gut man es am Handy spielen kann. Keine Ahnung, aber am PC macht es echt Spaß. Wirklich. Kann man nur wieder sagen. Vom Bezahlmodell her auch alles echt fair gemacht. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Das ist was? Oh mein Gott, das sieht so cute aus, die Roblox-Charaktere.
Also generell, wenn ihr euch mal überlegt, was wir alles schon für Pferdespiele hatten auf Roblox, ne? Dann ist das hier wirklich einfach ein Game, wo du ganz klar die Liebe zum Detail drin merkst. Es ist einfach, wenn ihr das Game nicht findet, guckt es über mein Profil. In meinem Profil ist es verlinkt. In meinem Roblox-Profil ist es auch drin. Okay, Nicole. Ich habe ja. Ich weiß nicht gut. Ich dachte aber, dass die Steuerung am Handy vielleicht schwierig sein könnte. Wir können ja noch ein bisschen racen. Alle liken. Ja, wir machen das jetzt auf TikTok. Alle liken, alle liken, alle tippen, alle tippen, alle tippen, alle liken, alle liken, alle tippen. Nee, es ist ein sehr süßes Game. Es ist ein wirklich süßes Game. Man kann es auch auf dem Tablet spielen. Es ist Roblox. Es ist Roblox und Roblox geht überall. Roblox geht überall. Und dann lass doch mal 1-2 Rennen machen. Und dann machen wir mal Schluss für heute. Kannst du mal Sabina von Joanna grüßen? Liebe Grüße, Sabina von Joanna. Wir machen noch ein paar Rennen und dann mach mal Schluss, Schalus für heute. Sumpf. Also ich finde auch, man gewöhnt sich an die Maps einfach. Also anfangs hat man echt Probleme, finde ich, um zu verstehen, welche Hitbox bewirkt. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme zu verstehen, was du wie in dem Spiel am besten, also was du, welcher Sache du ausweichst im Game. Also, das finde ich ist am Anfang das Problem, was man hat. Okay, das hat dann also doch mehr gebracht, als ich dachte. Das ist, was ich meine. Also, ihr schießt die Gegenstände nicht auf den Gegner. Ihr habt den Ultra-Bonus, wenn ihr eure Attacken nicht auf den Gegner schießt, sondern in seinen Weg. Es ist so stark, was ihr machen könnt. Und ich finde es super, wie diese Figuren hier tanzen. Das ist einfach super lustig. Also. Das wusste ich am Anfang. Ich wusste am Anfang nicht, dass man die Sachen. Ich dachte immer, man muss einen Gegner anklicken. Und das macht so viel aus. Es macht so viel aus, wenn ihr das nicht tut. Es macht sehr viel aus. Die Coins speichern. Oh ja. Finally, muss ich mal sagen. Also ich finde echt, am Anfang musst du einfach ein paar Dinge wissen. Wenn du die weißt, dann gehst du ganz anders in die Runden rein. Dann reitest du das anders und alles, ey. Ich finde, die Musik ist auch mega entspannend. Das ist wirklich so ein entspanntes Ründchen. Ich mach für morgen echt mal so ein 5 Sachen, die du zum Anfang wissen solltest vom Game. Und. Oder generell so ein Anfänger-Tipps-Ding, weil ich finde, das hat das Game nötig. Wenn du die Sachen weißt,
macht dir das Game von Anfang an mehr Spaß. Ich spiele auch White Horse Islands ab und zu, aber derzeit nicht. Wann streamst du Horse Racing Club? Ich denke, ich mache das morgen so ein bisschen nachmittags rein mit Harry Potter zusammen in der Art. Hi, da ist Sophia sogar. Also man kann ganz klar sagen, man kann dem Game so eine 8 von 10 geben. Kinderkrankheiten macht einen Punkt. Mehr Diversifikation in den Attacken macht den anderen Punkt. Wenn das beides weg ist, mega. Mega Spiel. Es ist jetzt schon ein gutes Spiel. Man merkt einfach, das Game macht Spaß. Du gehst in die Runden rein, du hast Spaß daran, du hast genügend Luft zwischen den Runden, um so ein bisschen runterzukommen, um mit den Leuten so ein bisschen zu interagieren. Es kommt nicht Runde auf Runde auf Runde. Es macht einfach Spaß. Wann spielst du Harry Potter RP? Mal zum HRP, Harry Potter RP? Sobald ich mit Harry Potter Legacy durch bin, kommt wieder mehr RP. Ja, das ist so das Ding, ja. Die Fjordis sind übelst cute. Ey, die ganzen Pferde sind süß gemacht. Du merkst einfach, ey, da steckt so viel Liebe zum Detail in dem Game drin. Es ist einfach Liebe. In diesem Game ist sehr viel Liebe zum Detail drin. Es ist wirklich... Das Spiel, wo ihr das findet, ganz normal bei Roblox. Ihr könnt auch über mein Profil gehen. Ich hab's geliked. Da seht ihr das bei meinen Likes. Ach komm. Das ist ein bisschen nervig immer. Wenn das passiert, das ist halt wirklich so ein Damn-Moment. Damn. Okay, wir machen jetzt einen Trick. Ach, komm mal nicht. Ich weiß gar nicht, also was auch fehlt, meiner Meinung nach, ist... Ach, jetzt meine Güte! Man sieht nicht, welche Platzierung man hat gerade aktuell. Also, ich sehe jetzt, ich denke mal, ich bin Dritter, weil ich sehe die beiden vor mir. Und ich glaube, dass es keinen Ersten gibt, der noch mega weit vorne weggeritten ist. Beispiel jetzt. Das ist so der Punkt, wo ich sage, wir können... Ach, jetzt scheiße, Schabalami! Ich bin jetzt, glaube ich, fünfmal über diese... Also man muss sehr, sehr spät abspringen. Das ist auch so eine Sache, die man sich merken sollte. Spät abspringen. Spät abspringen, nicht früh abspringen. Komm, komm, komm. Oh nein! Nein! Nicht schon wieder zweimal! Ich wollte gerade auf Platz 1 nach vorne gehen. Ich hatte sie gerade super im Ziel. Und da wurde ich von Sophia zweimal getroffen. Und jedes Mal getroffen hat mich zwei Felder nach hinten versetzt.
Concentration now begins. Na klar, natürlich, natürlich, genau. Mache ich, ich stream das gerne mal nochmal, mir macht das Spaß. Es war so ein Kampf am Ende, es war so ein Kampf, es war so ein Kampf, es war so ein Kampf. Oh mein Gott, war das spannend, ey. Bis zum Ende. Es war so spannend. Ja, das Zaumzeug, genau. Zaumzeug ist aktuell nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, das kann ja alles noch kommen, ne? Hä? Sophia, wie bist du da hochgekommen? Habt ihr den Link für die... Danke dir, Mareike. Danke. 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 Vielen Dank. Brrr. Was ist ein Brrr? Die Map hatte ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die ist. Ach komm, viermal! Viermal! Viermal getroffen! Ah, fünfmal, sechsmal. Ach komm. In so kurzer Zeit sechsmal getroffen. Ach, okay, da darf man nicht durchreiten, alles klar. Ja, ich hatte die Welt. Die Welt hatte ich noch gar nicht. Ja, jetzt bin ich ganz klar raus, ne? Also ich wurde einfach zu oft getroffen. Das war zu viel. Also da komme ich auch jetzt einfach, da komme ich jetzt überhaupt nicht mehr ran. Da muss ich jetzt echt gucken, dass ich da irgendwie noch anklang. Sind die Enten auch böse? Ich weiß gar nicht, ob die Enten auch böse sind. Also ich weiß nicht, ob die Enten böse sind. Kann jemand bestätigen, dass Enten böse sind? Also diese Enten? Die Attacken an sich finde ich cool. Es ist halt nur mir ein bisschen viel... Die Attacken sind zu ähnlich. Also jede Attacke ist ja im Endeffekt dasselbe, nur eine andere Farbe. Ja, okay, jetzt verstehe ich auch die Welt, ne? Ah, Mr. Schneemann, danke schön. Ja, also ich hab zu viele Punkte am Anfang verloren. Das kann ich, da komme ich nicht mehr ran. Oh mein Gott, Sophia, was ist da los? Nein, wir sind noch Dritter geworden. Ich glaube nicht, dass die Weihnachtsgänse sind. Weihnachtsgänse sind böse. Enten sind nicht böse. Diese Enten hier sind böse. Ja, eine Runde machen wir noch. Jetzt ist auch Ali noch dabei. Da können wir Ali noch mal ins Gesicht. Und dann machen wir Schluss danach. Danke nochmal für die ganzen Likes. Wenn euch das Game gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Mir macht's wirklich Spaß. Ich habe da echt Spaß an diesem Game. Und da könnt ihr es gerne auf Roblox dann auch ein Like da lassen, dass dem Game mehr Aufmerksamkeit entgegenkommt, weil es macht wirklich Spaß. Es ist ein süß gemachtes Game. Man kann durch die Enden durchlaufen. Bist du sicher, Beverly? Ich vertraue Beverly da nicht so ganz. Also die Daily hat doch keinen wirklichen Nutzen in dem Spiel. Also dass die Daily halt existiert, ist halt so, ne? Aber dass die Daily existiert, hat keinen Nutzen. Mir haben die auch nichts gemacht. Also die Enten haben... Okay. Warte mal, die Zen-Welt hat auch eine schöne Optik, finde ich. Also der Clou ist halt wirklich immer so Shortcuts reiten, so ein bisschen. Ich weiß, dass Klein Ali jetzt... Oh, scheiße. Nichts gesagt. Okay, wir kommen ran, wir kommen ran. Also, ich finde, was hauptsächlich fehlt, das habe ich genau gemerkt. Das gibt jetzt Rache, Alice, ist dir bewusst, ne? Was man halt hauptsächlich berücksichtigen muss bei dem Game ist, dass es, also es gibt keine Catch-Up-Mechanik. Also, wenn du hinten bist, bist du hinten. Ja, Ali, da hast du wohl ein bisschen Frost im Gesicht. Das ist halt das Ding. Also es fehlt noch eine Catch-Up-Mechanik, finde ich. Also mit Catch-Up-Mechanik meine ich halt irgendeine Möglichkeit, wie man als Spieler, der zurückgefallen ist, wieder rankommen kann. Also ohne, dass der andere, weil jetzt bin ich ja auch nur rangekommen, weil der hinter mir gefailt hat. Vor mir gefailt hat. Und das sollte halt nicht sein. Also es sollte irgendwie eine Möglichkeit geben, um aufzuholen. Ja! Ui, ui, ui. Alis dritte... Komm, Ali, rotier mit, sei glücklich. Ali macht den fröhlichen Rotierer. Ali, auf in den Mixer. Komm in den Mixer, komm in den Mixer. Catch-up heißt, nicht Catch-up, wenn ihr meint, es ist nicht Catch-up wie Ketchup und Mayo. Catch up, to catch up, wieder herankommen. So, rankommen, meine ich damit. Genau. Wieder den... Genau. Wie sagt man, to catch up war doch, glaube ich... To catch up ist...
Aufholen, aufholen. Aufholmechanik meine ich. Genau, Aufholmechanik. So. Damit aber auch sage ich euch einen wunderschönen, wunderschönen Abend noch. Hat mega viel Spaß gemacht. Mache ich gerne wieder. Danke für alle, die dabei waren. Danke an die Mods. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. War super lustig. Und morgen gerne auch noch eine Folge davon. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, das Game zu spielen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis morgen früh. Dann catch up. Ganz genau. Die Kohlschau. Ciao, ciao. Bis morgen. Schönen Start in die Woche euch.